die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich der Fraktionsvorsitzende Matthias Wagner zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte, bevor ich zu meiner eigentlichen Rede komme, da beginnen, wo Nancy Faeser aufgehört hat. Sie haben geschildert, welche Bandansage man bekommt, wenn man beim Impfzentrum nicht durchgekommen ist. Und dann haben Sie gesagt, und ich glaube, ich zitiere Sie richtig, wo es um existenzielle Fragen geht, sollte man nicht auf die Schuld von anderen verweisen. Frau Kollegin Faeser, das war aber Ihre gesamte Rede heute hier im Hessischen Landtag. Das war Ihre gesamte Rede hier im Hessischen Landtag. Und man kann die Debatte so führen, wie Sie das getan haben, Frau Kollegin Faeser. Ich weiß aber nicht, ob es der aktuellen Lage tatsächlich angemessen ist. Es ist doch eine bare Selbstverständlichkeit, wenn Sie hier einfordern, dass die Landesregierungen sich natürlich gegenseitig umschauen, wer löst welches Problem wie. Es ist eine bare Selbstverständlichkeit, das müssen Sie nicht einfordern, das findet jeden Tag statt. Wir schauen uns an, wie es andere Bundesländer machen, schauen uns vielleicht auch etwas ab, und die anderen Bundesländer schauen nach Hessen und übernehmen Sachen, die wir hier in Hessen besonders gut machen. Aber an einem kommen Sie doch nicht vorbei, Frau Kollegin Faeser. Das Allermeiste von dem, was Sie hier kritisieren und was hier in Hessen angeblich falsch läuft, machen Sozialdemokraten in anderen Ländern, wo Sie regieren, genau so. Daran kommen Sie doch einfach nicht vorbei, Frau Kollegin Faeser. Und entgegen dem Eindruck, den Sie zu erwecken versuchen, machen die das ja nicht aus mangelndem Willen, machen die das ja nicht aus mangelnder Demut, machen die das ja nicht aus mangelndem Stil oder mangelndem Charakter oder was Sie noch alles der Landesregierung hier unterstellt haben, sondern sie machen das deshalb, weil die Dinge etwas komplizierter sind, etwas schwieriger sind, etwas mehr Vorbereitung brauchen, als Sie es versuchen, hier in Ihren Reden im Hessischen Landtag darzustellen. Sie überschlagen sich in Ihrer Kritik. Kein Superlativ ist groß genug, kein Wort zu gewaltig. Aber die ganz einfache Frage, Frau Kollegin Faeser, wenn das alles so einfach wäre, wie Sie hier tun, warum es dann keine Landesregierung umsetzt, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie von Sozialdemokraten geführt wird, von Christdemokraten geführt wird, von Grünen geführt wird oder von Linken geführt wird. Diese ganz einfache Antwort auf die Frage, bleiben Sie schuldig. Und ich nehme an, sozialdemokratische Fraktionsvorsitzende werden sich auch in Bund und Land regelmäßig austauschen. Wir Grüne machen das. Und deshalb glaube ich, wird es auch in Ihren Schaltkonferenzen eine ähnliche Situation gegeben haben wie neulich in der Schaltkonferenz der Grünen. Und ich sage das ausdrücklich, dass es eine grüne Schaltkonferenz war, damit wir uns richtig verstehen und damit wir vielleicht mal aus diesem Oppositions- und Regierungsspielchen hier rauskommen, was ich der Krise für völlig unangemessen halte. Ja, Grüne sind in einigen Bundesländern auch in der Opposition. Und ein Kollege hat dann ähnlich dramatisch, wie Sie das heute hier wieder getan haben, Frau Kollegin, vorgetragen, was er an seiner Landesregierung, an der die Grünen nicht beteiligt sind, alles falsch findet. Und daraufhin meldete sich eine andere Kollegin und sagte, diese Kollegin ist in Regierungsverantwortung, was du gerade kritisierst, machen wir bei uns im Bundesland genauso, und zwar aus guten Gründen. Und vielleicht, wenn wir diese Differenziertheit mal in die Debatte einführen würden und nicht ständig so tun würden,
als würde die Landesregierung alles falsch machen und die Opposition alles besser wissen. Wenn wir vielleicht mal in der Ernsthaftigkeit über das Thema diskutieren würden, dann wäre, glaube ich, viel gewonnen, Frau Kollegin. Und ich muss sagen, wenn Sie dann anfangen, über die Zahl der schwer Erkrankten oder gar der Toten in den Alten- und Pflegeheimen zu reden, dann Statistiken so auswählen, wie es Ihnen gefällt, Zahlen aus anderen Bundesländern weglassen und dann hier versuchen, den Eindruck zu erwecken, als würde irgendjemand nicht nach bestem Wissen und Gewissen und nach besten und allen Kräften dafür sorgen wollen, dass die besonders Schutzbedürftigen in unserer Gesellschaft auch besonderen Schutz bekommen. Und wenn Sie diesen Eindruck hier erwecken, ich finde, das ist schäbig, das ist unanständig und es ist ein abstoßendes Niveau der politischen Auseinandersetzung. Herr Abgeordneter Wagner, lassen Sie eine Zwischenfrage vom Abgeordneten Rock zu. Kollege Rock kann sich gleich noch äußern, dann können wir das gerne austauschen. Worum geht es eigentlich in der Debatte, meine Damen und Herren? Weil mehr möchte ich zu den Ausführungen von Frau Faeser gar nicht sagen, sondern ich würde gerne stärker über die Sache reden. Worüber geht es ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie auch in Deutschland? Es geht um zwei Dinge. Wir haben allen Grund zur Hoffnung und wir haben gar keinen Grund zum Leichtsinn. Das ist die Situation, in der wir gerade ein Jahr nach der Pandemie sind. Wir haben allen Grund zur Hoffnung, weil es nach wie vor in unserem Land so ist, dass die allermeisten Menschen sich vernünftig verhalten, sich an die Regeln halten. Mit diesen Einschränkungen, so schwer sie uns alle fallen und so große Belastungen sie für die Familien, für die Gastronomen, für die Solo-Selbstständigen, für viele andere Berufstätige oder Selbstständige mitbringen, weil sie so unheimlich verantwortlich und so unheimlich solidarisch damit umgehen. Das ist eine große Leistung in diesem einen Jahr der Pandemie, für das wir alle dankbar sein können. Hessen, Deutschland steht in der Krise zusammen. Das finde ich ein wunderbares Ergebnis in dieser Krise. Und entgegen manchem Gerede von der mangelnden Akzeptanz in der Öffentlichkeit oder auch in der politischen Debatte sind die Zahlen völlig andere. Das Politbarometer fragt das ja regelmäßig ab. Und wir haben Gott sei Dank weiterhin eine extrem große Akzeptanz in der Bevölkerung für die Maßnahmen. Wir haben sogar einen Teil der Bevölkerung, der sagt, die Maßnahmen müssten noch härter ausfallen. Dieser Teil ist sogar größer als derjenige, der sagt, die Maßnahmen gehen zu weit. Das sind nämlich nur 14%, die die Maßnahmen für übertrieben halten. Wir haben allen Grund zur Hoffnung, weil die Maßnahmen, die wir jetzt ergriffen haben, in den letzten Wochen beginnen, Wirkung zu zeigen. Die Infektionszahlen gehen zurück. Die Belastung unseres Gesundheitswesens, unserer Krankenhäuser, unserer Intensivstationen geht zurück, sie ist aber immer noch hoch. Und wenn wir uns anschauen, welche Fallzahlen wir in den Krankenhäusern, in den Intensivstationen hatten, dann will ich auch mal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an das, was in den vergangenen Wochen in den Krankenhäusern von den Ärzten, von den Krankenpflegerinnen und Pflegern geleistet wurde. Das war eine übermenschliche Leistung. Wir haben allen Grund zur Hoffnung, weil wir haben einen Impfstoff. Wir haben einen Impfstoff. Bei allen Problemen, die es bei der Versorgung mit dem Impfstoff noch gibt, die sich hoffentlich in den nächsten Wochen und Monaten lösen werden, aber wir haben eine Perspektive, dass in den nächsten Monaten tatsächlich alle Menschen in Deutschland geimpft werden können. Und mit diesen erfreulichen Tatsachen, mit dieser Hoffnung, die wir alle haben können,
können wir auch sagen, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir in diesem Jahr 2021 Monat für Monat mehr Freiheit zurückgewinnen können, mehr Normalität gewinnen, mehr wieder in das Leben zurückkehren können, was wir alle gewinnen können. Wir haben allen Grund zur Hoffnung auf dieses Jahr und auf die Entwicklung in diesem Jahr. Es setzt aber eines voraus, meine Damen und Herren, wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Wir dürfen nicht leichtsinnig werden. Das Coronavirus lässt sich nicht davon beeindrucken, dass am 14. Februar jetzt die Maßnahmen überprüft werden. Das ist ein Wert, der notwendig ist, weil die Verordnungen für die Beschränkungen logischerweise befristet werden müssen. Aber ob wir nach dem 14. Februar dann tatsächlich so weit sind, tatsächlich Einschränkungen endlich wieder zurücknehmen zu müssen, das muss sich weiterhin an auch zurücknehmen können. Wir können die Debatte auf Ihrem Niveau führen, Herr Rock. Herr Rock, wir können die Debatte auf Ihrem Niveau führen, das kommt ja gleich. Ich führe sie, solange ich rede, auf einem anderen Niveau. Wir wissen es noch nicht, ob wir nach dem 14. Februar Maßnahmen zurücknehmen können. Dazwischen geredet, Herr Rock, einigen wir uns darauf. Wir wissen es noch nicht, ob wir sie zurücknehmen können, weil entscheidendes Kriterium war und muss bleiben das Infektionsgeschehen. Nicht irgendwelche Postulate von profilierungssüchtigen Politikerinnen und Politikern, sondern einzig und allein das Infektionsgeschehen. Und wir müssen einen zweiten Faktor berücksichtigen, der bislang nicht die Rolle gespielt hat, und das sind die Mutationen des Virus. Auch hier müssen wir auf Grundlage von wissenschaftlichen Erkenntnissen Sicherheit darüber erlangen, wie gefährlich die Mutationen des Viruses sind. Es darf nicht um den Wettbewerb der schnellsten, der größten, der weitgehendsten Lockerung gehen, sondern es muss darum gehen, was anhand der Infektionszahlen verantwortlich ist, meine Damen und Herren. Und alle, die jetzt glauben, das sei jetzt ja alles wieder eine theoretische Gefahr oder eine Bedrohung, die überwunden ist, ich glaube, diesem Trugschluss haben wir uns letzten Sommer schon mal hingegeben, wir hätten das Gröbste überstanden. Die möchte ich noch einmal daran erinnern, an die Zahlen im Dezember in Hessen. Das ist gar nicht so lange her. Über 500 Tote pro Woche in Hessen, über 500 Menschen über mehrere Wochen auf den Intensivstationen in Hessen, weitere über 2.200 Menschen in den Krankenhäusern mit Covid in Hessen, über 13.000 Neuinfektionen pro Woche in Hessen. Diese Zahlen können wieder Realität werden, wenn wir zu schnell lockern. Und deshalb sage ich, eine überstürzte Rücknahme des Lockdowns hilft niemandem. Es hilft nicht der individuellen Freiheit der Menschen, es hilft nicht der Wirtschaft und es hilft vor allem nicht der Verlässlichkeit von politischen Entscheidungen. Und dennoch müssen wir uns vorbereiten auf diesen Lockdown, damit dann, wenn es die Infektionszahlen zulassen, wir unverzüglich natürlich die Maßnahmen auch wieder zurücknehmen. Weil all diese Maßnahmen, all diese Einschränkungen, die zum Gesundheitsschutz ergriffen wurden, dürfen nur so lange in Kraft bleiben, wie es tatsächlich notwendig ist. Und auch hier entgegen dem Eindruck, der in mancher Debatte erweckt wird, das bestreitet und bezweifelt auch niemand ernsthaft. Und deshalb ist es richtig, dass wir jetzt die Debatte darüber beginnen, wie wir lockern können, wie wir aus dem Lockdown wieder rauskommen. Aber nicht in einem Sinne, dass wir Erwartungshaltungen wecken, dass nach dem 14. Februar alles wieder gut sei, sondern im Sinne, was macht Sinn, was können wir verantworten. Und das spricht unheimlich viel dafür, dass wir aus dem Lockdown auch wieder schrittweise herausgehen. Nicht von heute auf morgen, sondern schrittweise.
und dass sich die Schritte danach bemessen an der umgekehrten Reihenfolge, wie wir in den Lockdown reingegangen sind. Erinnern wir uns, wir haben aus gutem Grunde gesagt, wir wollen die Kitas und Schulen so weit es geht und so lange wie möglich offen halten. Und deshalb war das die letzte Maßnahme, die wir im Rahmen des Lockdowns ergriffen haben. Und meine Damen und Herren, wegen der Bedeutung der Kitas und der Schulen muss es auch eine der ersten Maßnahmen sein, die wir ergreifen, wenn wir wieder lockern können, dass wieder mehr Kinder in die Kitas können, wieder mehr Kinder und Jugendliche in die Schule gehen können, weil das ganz entscheidend ist für den Lebensweg dieser Kinder und Jugendlichen und auch ganz entscheidend ist für die Familien, die wirklich harte Wochen hinter sich haben und wahrscheinlich noch einige harte Wochen vor sich haben. Deshalb muss das eine der ersten Lockerungsmaßnahmen sein. Und natürlich auch bei den Kontaktbeschränkungen. Natürlich schmerzt es, das so weit eingrenzen zu müssen, wie das derzeit zwischen Bund und Ländern beschlossen ist. Und natürlich schmerzt auch das besonders bezogen auf die Kinder. Und deshalb wird das auch sicher eine der Maßnahmen sein, die am Anfang eines Lockerungskonzeptes stehen werden. Meine Damen und Herren, wir haben alle Instrumente in der Hand, um Corona in diesem Jahr zurückzudrängen. Und ich will noch mal daran erinnern, die erste und wichtigsten Maßnahmen haben wir alle in der Hand. Jede und jeder Einzelne. Und das ist Kontakte beschränken, Abstand halten, Masken tragen. Das bleibt unser wichtigstes Instrument, um die Pandemie zurückzudrängen. Das zweite Instrument, zu dem wir gegriffen haben, ist, dass es auch Regeln gibt, dass auch Einschränkungen verhängt werden mussten im Zuge des Lockdowns. Und auch hier will ich noch mal sagen, das hat niemand gemacht, weil es ihm Freude macht. Ganz im Gegenteil, wir sind in einer Situation, die glücklicherweise in unserem Land normalerweise nicht ist, nämlich dass Politikerinnen und Politiker bis ins kleinste Lebensbereich entscheiden müssen, was ist noch möglich und was ist noch nicht mehr möglich. Das will niemand. Das funktioniert in einer freiheitlichen Gesellschaft auch nicht gut. Und wir können das nur eine gewisse Zeit lang machen, solange es der Gesundheitsschutz erfordert. Und deshalb, alle, die den Eindruck erwecken, das würde sich irgendjemand leicht machen, es würde damit leichtfertig umgegangen, es fände am Ende sogar noch jemand gut, in die Freiheit von Menschen einzugreifen. Nein, das macht sich niemand leicht, sondern wir müssen es tun, um Menschen zu schützen. Und das dritte Instrument, was wir seit einigen Wochen neu haben, um diese Pandemie in diesem Jahr zurückzudrängen, ist die Impfung. Ja, die Impfung. Der Impfstoff ist knapp. Wer wollte das bestreiten? Ja, es wollen mehr Menschen Termine vereinbaren, als es Impfstoff gibt. Und ja, die Hotlines sind überlastet, wenn die Bürgerinnen und Bürger, die natürlich diesen Impftermin herbeisehen, gerade wenn sie zu den Risikogruppen gehören, sind die Hotlines überlastet. Übrigens in allen Bundesländern. Und ja, es ist auch ein unwürdiges Spiel, was AstraZeneca mit der Europäischen Union gerade aufführt. Das alles muss, nein, eben nicht umgekehrt, eben nicht umgekehrt. Das alles muss thematisiert werden, das muss diskutiert werden. Aber, meine Damen und Herren, man kann auch andere Dinge in das Zentrum der öffentlichen Debatte stellen. Und all die Debatten über Probleme sollten uns nicht aus dem Blick verlieren lassen, was das Wesentliche ist. Nicht mal ein Jahr nach Ausbruch der Pandemie haben wir einen Impfstoff. Wir werden in den nächsten Monaten die Möglichkeit haben, alle Bürgerinnen und Bürger unseres Landes gegen Corona zu impfen. Und bei allem, was noch nicht gut läuft, lassen Sie uns das nicht aus dem Auge verlieren, weil wer hätte das vor einem Jahr bei Ausbruch der Pandemie gedacht, dass es durch Forschungsleistung, dass es durch Unternehmertum und auch durch staatliche Unterstützung gelingt, das so schnell hinzubekommen.
Und in mancher vordergründigen Debatte um das Impfen sollten wir auch nicht die Menschen aus dem Blick verlieren, um die es geht, nämlich die, die Impfung durchführen, unter hohem Einsatz, unter hoher logistischer Leistung, und die Menschen, die geimpft werden. Und deshalb möchte ich zitieren aus einem Interview, was der Hessische Rundfunk mit Matthias Bollinger vom Deutschen Roten Kreuz geführt hat. Er ist Arzt im Frankfurter Impfzentrum und er sagt über die Menschen, die jetzt gerade geimpft werden, ich zitiere, die sind durch die Bank weg dankbar und froh. Und es ist beeindruckend zu sehen, wie viele total Rüstige es in diesem hochbetagten Alter gibt. Und alle sind gut gelaunt, sie sind sehr positiv und sehr dankbar, dass das ermöglicht wird, selbst wenn sie warten müssen. Diese Perspektive der Menschen, die jetzt geimpft werden, sollte in der Debatte für meinen Geschmack nicht untergehen. Und Herr Bollinger sagt weiter in diesem Interview, ich zitiere, das Land Hessen hat es von Anfang an so gemacht, dass es nur die Hälfte der Lieferungen verimpft hat und die zweite Hälfte gekühlt gelassen hat, um sie für die Folgeimpfung präsent zu haben. Andere Bundesländer haben leider alles verimpft, was bedeutet, dass sie jetzt nichts in der Rückhand haben. Auch hier, wir können vordergründig über Quoten für die erste Impfung diskutieren. Oder wir können es so machen wie in Hessen, dass die Menschen auch die zweite Impfung tatsächlich bekommen. Natürlich wünschen auch wir uns mehr Impfstoff. Und auch hier können wir uns wieder entscheiden, machen wir daraus ein politisches Theater? Schreiben sich Mitglieder der Bundesregierung gegenseitig Briefe, obwohl sie gemeinsam alle Entscheidungen getroffen haben? Oder unterstützen wir die Bundesregierung und die Europäische Union dabei, mehr Impfstoff für mehr Produktion von Impfstoff zu sorgen und den notwendigen Druck gegenüber den Herstellern zu machen? Das sind die Unterschiede, wie man diese Debatte führen kann. Der eine Weg ist verantwortlich. Der eine Weg ist verantwortlich und der andere Weg kann der Versuchung nicht widerstehen, in einer der größten Krisen unseres Landes den kleinen parteipolitischen Vorteil zu suchen. Über die Alten- und Pflegeheime habe ich schon gesprochen. Und es muss unser aller Anliegen sein, und es ist es, und es wird es auch bleiben, den bestmöglichen Schutz für die Menschen auch zu organisieren. Eine Reihe von Maßnahmen sind schon ergriffen, die zur Verfügungstellung der Schutzausrüstung ganz zu Beginn der Pandemie, dann die PCR-Tests, dann die Schnelltests, dann jetzt die, also auch Organisation der Schnelltests, nicht nur zu sagen, es soll getestet werden, sondern auch von Seiten der Landesregierung 500.000 Tests zu beschaffen, die vor allem die kleinen, nicht so organisationsstarken Alten- und Pflegeheime dann unbürokratisch nutzen konnten. Jetzt die Regelungen für die Besucherinnen und Besucher. Hier werden wir weitermachen, hier werden wir nicht nachlassen. Und auch hier gehört dazu, wir haben es geschafft, dass 60% der Einwohnerinnen und Einwohner von Alten- und Pflegeheimen mittlerweile geimpft wird. In den nächsten Wochen werden wir es schaffen, dass alle, die das wollen, ein Impfangebot bekommen. Das soll auch nicht aus dem Blick geraten, wenn wir über dieses Thema sprechen. Diese Krise ist für Teile der Wirtschaft eine Zumutung, weil sie schlicht und ergreifend ihrem Beruf, ihrer Existenz nicht nachgehen können. Künstlerinnen und Künstler, Solo-Selbstständige, Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, Gastronomen, viele mehr. Und ich fürchte, es wird auch noch etwas dauern, bis wir in diesem Bereich zu den Lockerungen kommen, bis die Infektionszahlen so weit zurückgegangen sind, dass auch diese Bereiche wieder öffnen können. Und deshalb bleibt es richtig,
dass wir diesen Betroffenen von der Krise helfen, dass wir sie unterstützen. Deshalb ist es gut, dass die Hilfen der Bundesregierung jetzt endlich ankommen und dass wir auch hier ständig schauen, wie können wir noch nachsteuern, wie können wir noch besser dafür sorgen, dass auch diese Bereiche der Wirtschaft durch diese Krise kommen, meine Damen und Herren. Vor einem Jahr haben wir alle nicht gedacht, wie sehr Corona unseren Alltag verändern wird. Wir hatten uns, glaube ich, alle nicht vorgestellt, wie wir heute hier in diesem Parlament sitzen, wie weit Corona in das persönliche, in das wirtschaftliche, in das gesellschaftliche, in das kulturelle Leben eingreifen wird. Vor einem halben Jahr, im Sommer 2020, dachten wir, wir hätten das Schlimmste vielleicht schon überstanden. Es kam mit der zweiten Welle anders. Es kam sogar noch schlimmer als in der ersten Welle. Heute, meine Damen und Herren, ein Jahr später, haben wir die Wahl. Besonnen und geduldig, so schwer das auch fällt, Monat für Monat mehr Freiheit zurückgewinnen. Oder eine dritte, womöglich noch viel schlimmere Welle durch eine überstürzte Rücknahme der Maßnahmen riskieren. Wir haben die Wahl. Wir können uns bewusst entscheiden, welchen Weg wir gehen. Ich finde, es ist eine leichte Entscheidung, welchen Weg wir gehen, auch wenn der Weg, den wir gehen, weiter beschwerlich bleiben wird. Meine Damen und Herren, wir haben alle Instrumente in der Hand, um Corona im Laufe des Jahres 2021 zurückzudrängen, unsere Freiheit zurückzunehmen. Und ich schließe, wie ich mit meiner Rede begonnen habe, wir haben allen Grund zur Hoffnung, aber wir haben keinen Grund zu Leichtsinn. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächster Redner darf ich aufrufen Herrn Kollegen Richter für die AfD. Sie haben viel Zeit hier auf meinem Display. Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrter Herr Ministerpräsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Erfahrungen aus dem Jahr 2002 und 2003 und einem immer weiter aufgebauten Wissen um Infektionskrankheiten musste aufzeigen, dass in einer globalisierten Welt ein Virus selbstverständlich nicht an den Grenzen eines Landes Halt macht. Und da man das sehr genau wusste, hatte man, vielen Dank, in Hessen und auch anderen Bundesländern in 2007 einen Pandemieplan erstellt. Da Sie, Herr Ministerpräsident, zu Beginn Ihrer Rede den 28. Januar 2020 angesprochen haben, weisen wir auf den Berichtsantrag 20/2173 der AfD-Fraktion im Hessischen Landtag vom 31.01.2020 hin, welcher zur Vorbereitung auf eine mögliche Ausbreitung des Coronavirus auch in Hessen hinarbeiten sollte. Mit wir, Herr Wagner, konnten Sie eigentlich nur sich meinen, nicht uns. Zu dieser Zeit waren in China 132 Personen verstorben. Es gab dort 1.458 Neuinfektionen und 6.000 infizierte Personen insgesamt. Lassen Sie sich diese Zahlen insgesamt angesichts der Situation von heute eindringlich durch den Kopf gehen. Sie zeigen deutlich auf, dass genau an diesem Punkt hätte sofort und umgehend gehandelt werden müssen. Aber unser Berichtsantrag wurde leider erst viele Monate später beantwortet. Wir hatten auf den Frankfurter Flughafen als Drehkreuz aufmerksam gemacht und sind auch auf den hessischen Pandemieplan eingegangen. Wir hatten nach Präventionsmaßnahmen gefragt, einen Daten- und Informationsaustausch zwischen den zuständigen Behörden erfragt. Wir haben eine Taskforce angesprochen, um notwendige Schritte vorzuplanen und vieles mehr. Ende Januar letzten Jahres. Wir sehen hier und auf vielen anderen Ebenen der hessischen Regierungspolitik ein systemisches Versagen, welches die Regierungskoalition aktuell mit viel Aktionismus und auch einem großen Anteil an völliger Ratlosigkeit zu kompensieren versucht. Ein Virus kann man politisch nicht bekämpfen, es lässt sich nicht instrumentalisieren,
Es lässt sich nicht manipulieren. Es ist nicht links, rechts oder liberal. Somit versagen alle politischen Winkelzüge exakt an diesem Punkt. Und es braucht eine durchdachte Strategie und die Bereitschaft aller Menschen in unserem Land, die Problematik zu erkennen, gemeinsam Lösungen zu erarbeiten, um dann diese auch gesamtgesellschaftlich umzusetzen. Sie haben nichts von dem Anfang des Jahres 2020 umgesetzt oder es in Erwägung gezogen. Sie tragen sowohl politisch als auch menschlich die volle Verantwortung für das, was heute in unserem Land stattfindet. Sie hätten allerdings auch ein wenig später noch sehr viel von anderen Ländern lernen können. Denn es gibt sehr wohl ein Land, wovon man hätte lernen können. Und wir als AfD haben dies auch mehrfach hier im Plenum erwähnt, dass Taiwan als großes Vorbild zu nennen ist. Denn dort hat man aus früheren Pandemien die richtigen Lehren gezogen und konnte in direkter Nachbarschaft zu China nicht nur das öffentliche Leben aufrechterhalten, sondern auch die wirtschaftliche Basis des Landes und die Fähigkeit, sozial miteinander umzugehen. Wenn ich die Nachrichten richtig verfolgt habe, hat Taiwan jetzt die Tage, den 8. Todesfall zu beklagen in Verbindung mit Covid-19. 8 Todesfälle nach einem Jahr. Ein Vorbild, von dem man bei uns nicht bereit ist zu lernen. Es zeigt sich nach einem Jahr nun deutlich, dass durch die Parteien im Hessischen Landtag mit Ausnahme der AfD in fast allen Bereichen unserer Gesellschaft ideologische Luftschlösser zu einer erheblichen finanziellen Belastung der Steuerzahler geführt haben. Sie denken in ihrer politischen Arbeit nicht mehr an den selbstständigen und eigenverantwortlichen Bürger, auch wenn sie es immer behaupten. Sie sind vielmehr dazu übergegangen, die Menschen in unserem Land auf eine Weise zu bevormunden, die nur noch wenig Individualität und Freiheit zulässt. Sie handeln gegensätzlich zu dem, was sie in ihrer Regierungserklärung dargestellt haben. Ihre Politik hat zur Vereinsamung vieler Menschen genauso beigetragen wie zur existenziellen Not eines nicht geringen Teiles unserer Bevölkerung, welche sich durch ihre Verordnungen immer mehr ausweitet. Es ist eben für einen Selbstständigen, Herr Wagner, keine Zumutung, sondern es ist für einen Selbstständigen existenzbedrohend. Die Menschen haben Angst. Sie können nicht mehr schlafen. Das hat mit Zumutung nichts zu tun. Eine Zumutung ist, wenn ich eine Stunde länger am Tag arbeiten muss. Aber das, kein Geld mehr zu verdienen und nicht zu wissen, wovon man seine Miete zahlt, das ist keine Zumutung, das ist existenzielle Angst. Sie entfernen sich durch Ihre Politik immer weiter von unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und Teile der Regierungsparteien sind gezwungen, oppositionelle Kräfte, die Probleme und Missstände ansprechen, zu dämonisieren und damit kleinzuhalten. Dies wiederum führt zu einem solch großen Vertrauensverlust, auch wenn das heute nicht geschehen ist, in der Bevölkerung, sodass in Krisenzeiten notwendige Schritte von der Gesamtheit der Bevölkerung nicht mehr angenommen werden. Und exakt an diesem Punkt sind wir heute, was die hessische Landesregierung dazu bringt, Verordnungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie zu erlassen, die der normale Bürger in unserem Land so schlicht gar nicht mehr nachvollziehen kann. Das Symptom der Problematik ist leicht erklärt. Sie stehen vor einem Problem, sind zuerst nicht bereit, es zu erkennen, reden es klein und diskreditieren jene Teile in der Bevölkerung, ich erinnere mich noch, wie über mich gelacht wurde, wo ich hier einige Forderungen vorne gestellt hatte, die darauf aufmerksam machen, oder sie geben die Menschen, die nicht ihrer Meinung sind, der Lächerlichkeit preis und versuchen sie so unglaubwürdig werden zu lassen. Dann wird das Problem immer sichtbarer, es vergrößert sich in einer Weise, sodass niemand mehr darüber hinwegschauen kann. Sie versuchen, die Problematik einzugrenzen, gestehen sich aber nicht ein, dass sie bereits zu Beginn nicht die Lösungen erarbeitet haben, die notwendig gewesen sind und notwendig gewesen wären, um das Problem zu beseitigen. So baut sich eine Verordnung nach der anderen auf, die Sie uns hier als absolut notwendig verkaufen. Wer etwas dagegen sagt, soll Lösungen anbieten, die aber ab dem Punkt, wo wir uns heute befinden, eine komplette Veränderung Ihrer Politik bedeuten würde und Sie damit in der Öffentlichkeit klarstellen müssten, dass Sie mehr Probleme schaffen, als Sie denn lösen. Damit haben Sie eine Spirale der politischen Gestaltung geschaffen, welche die Bürger in eine immer größere Abhängigkeit ihrer Politik bringt. Sie, Herr Wagner, haben vorhin gesagt, man kann das ja wieder zurückzahlen. Wovon? Wovon? So dass die Demokratie an sich ab diesem Punkt hier und jetzt ausgehebelt wird, an dem die Bürger auch nicht mehr bereit sein werden, diesen Weg mitzugehen. Dies zeigt sich leider auch darüber wurde heute nicht gesprochen, über Ihre Bereitschaft beim Infektionsschutzgesetz, unsere grundsätzlich verbrieften Freiheitsrechte auszuhebeln. Es ist heute
Überhaupt niemand hat darüber geredet. Infektionsschutzgesetz, Freiheitsrechte. Kann diese Vorgehensweise zu einem Teil noch mit dem Geld der Bürger kompensiert werden, z.B. aktuell mit den 12 Milliarden Sondervermögen, welche Sie ja beileibe nicht nur für Covid-19 nutzen, funktioniert das in Zukunft definitiv nicht mehr, da die Basis unseres Zusammenlebens sowohl wirtschaftlich als auch sozial nicht nur erschüttert, sondern in weiten Teilen völlig lahmgelegt wird. Es ist auch mehr als nur verstörend, hier im Landtag SPD und Linke zu erleben, in der letzten Zeit, die so tun, als könnten sie alles besser als die hessischen Regierungsparteien und dort, wo sie selbst in der Regierungsverantwortung sind in Deutschland, sich aber zur hessischen Regierung kaum unterscheiden. Das, meine Damen und Herren von SPD und Linke, erzeugt schon ein sehr hohes Maß an Unglaubwürdigkeit. Und Ihre lautstarke Empörung, Frau Faeser, ist für uns somit nicht nachvollziehbar. Die Ursachen zu erkennen und die eigenen Fehler auch darzustellen, anstatt sich noch mit einer guten Krisenbewältigung zu brüsten, die keine ist, ist ein wichtiger Schritt, um überhaupt zu Lösungen zu kommen, die uns hier und jetzt helfen. Hier sind wir wieder dann bei Ihnen, Frau Faeser. Durch die Nichtreaktionen zu Beginn dieser Pandemie und im Sommer 2020 sind wir heute in einer sehr verfahrenen Situation, die man eben nicht mehr mit Verordnungen allein aufhalten kann, die am Ende dann auch die Bevölkerung nicht mehr mitträgt. Und da muss ich auch wieder an die SPD sagen, ist sie mitverantwortlich, meine Damen und Herren. So ist die Hoffnung von Ihnen allen hier im Haus, die Hoffnung von Ihnen allen im Haus natürlich auch und vor allem die Impfung. Was wiederum ein Trugschluss sein kann, da wir immer noch nicht wissen, ob und wie lange jemand durch die Impfung immunisiert wird. Herr Wagner, Sie wissen es definitiv nicht, auch wenn Sie es hier behaupten. Bei all den Diskussionen, die geführt werden, unendlich langen Talkrunden im Fernsehen mit den immer gleichen Protagonisten, ist nichts herausgekommen, was uns substanziell weiterbringt. So werden wir wohl in jeder Plenarwoche nun den Wasserstand der Inzidenzwerte genannt bekommen, neue Verordnungen und Maßnahmen in der Diskussion erleben und eine hessische Regierung, die auf dem Rücken der Bürger und unserer Gesellschaft versucht, daraus leider Gottes noch ihren Vorteil zu ziehen. Während all dem sterben ältere Menschen in unserem Land, da ein seit 13 Jahren existierender Pandemieplan nicht umgesetzt wurde, weil man monatelang nicht in der Lage gewesen ist, vulnerable Gruppen zu schützen, da schlicht kein Schutzmaterial vorrätig gewesen ist und auch keine Ausbildung für die Pflegerin. Und dazu hat man oppositionelle Kräfte nicht mal ansatzweise angehört, sich eher in einer Arroganz ergangen, wirklich zu glauben, alles und jedes politisch beherrschen zu können. Ihr Anliegen zum Schutz vulnerabler Gruppen wurde eben nicht umgesetzt, Herr Ministerpräsident, sonst hätten wir doch die von Ihnen genannten Probleme heute hier gar nicht besprechen müssen. Uns beschleicht hier der Eindruck, dass Sie tatsächlich meinen, mit Verordnungen und kleinteiliger Politik ein Virus in seiner Ausbreitung verhindern zu können. Und genau das führt uns alle zu dem, was Frau Bundeskanzlerin Merkel zuletzt gesagt hat, dass uns das alles entglitten sei. Nichts, meine Damen und Herren, ist irgendwem entglitten. Wenn Ihnen, meine Damen und Herren, etwas entglitten ist, dann müssen Sie doch ernsthaft gedacht haben oder denken, etwas im Griff zu haben. Und seien Sie doch da bitte mal ganz ehrlich zu sich selbst. Covid-19 wurde zu keinem Zeitpunkt von der hessischen Regierung oder der Bundesregierung richtig eingeschätzt. Denn der allerwichtigste Punkt ist bei einem exponentiellen Wachstum, dieses möglichst früh zu stoppen. Und in einer dieser frühen Phasen haben Sie versagt, sagen dies hier und jetzt aber nicht, sondern versuchen nun natürlich, mit den hier so dargestellten Verordnungen zurückzunehmen, was Sie früher schlicht als falsch eingeschätzt haben. Die Nachverfolgung von Infektionsketten, was Sie durchaus richtig in Ihrer Rede auch erkannt haben, ist die Basis der Eingrenzung von Infektionskrankheiten. Und wenn man dazu nicht in der Lage ist, bedeutet dies, soziale Kontakte in einem sehr großen Umfeld einschränken zu müssen.
Dies ist der Kern für alle Ihre politischen Verordnungen, die wir heute sehen. Und Sie finden einen massiven Fehler an einem Punkt, wo Sie alle zu Beginn zu wenig Wert darauf gelegt haben. Nämlich an diesem Punkt, den hessischen Bürgern schlicht die Verbreitung von Viren dergestalt zu erklären, sodass die Menschen in unserem Land ihr Verhalten freiwillig verändern und durch diese Veränderung eine Ausbreitung verringert und dazu Schutzmaterial zu günstigen Preisen zur Verfügung gestellt wird, sodass die Menschen sich selbst hätten helfen können. Genau das ist, was wir aktuell noch tun können. Wir können die Ausbreitung derzeit natürlich nur verlangsamen. Auch hier, Herr Wagner, sind wir einer anderen Meinung. Wir können es nicht zurückdrängen, das glauben wir nicht. Wir können es verlangsamen. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Und daraus resultiert, dass wir weitere Strategien benötigen, um Covid-19 einzugrenzen und zugleich die wirtschaftliche Basis und das gesellschaftliche Leben in unserem Land zu erhalten. Die Hoffnung in Impfungen ist das eine. Eine wichtige medikamentöse Versorgung mit wirksamen Medikamenten von betroffenen Menschen, Patienten, das andere. Was immens wichtig ist, damit die erkrankten Menschen in unserem Land eben nicht mehr intensiv medizinisch betreut werden müssen. Dazu gehört aber auch eine Stärkung des Immunsystems und somit einem prophylaktischen Verhalten eines jeden Bürgers, sich und seine Anfälligkeit für Krankheiten abzusenken. Natürlich ist das nicht ganz so beliebt in der Politik, denn wenn Menschen gesund sind und sich selbst wirtschaftlich unterhalten können, braucht es natürlich weniger Politiker, die meinen, ihnen das abnehmen zu müssen. Somit fehlt dieser Politik, entschuldigen Sie, dass ich das so deutlich sage, Herr Ministerpräsident, es fehlt der rote Faden, welcher durch Führung einer Regierungspartei eine unabhängige und starke Gesellschaft erst ermöglicht. Von Führung kann somit keine Rede sein, wenn man entweder Probleme selbst schafft, die man nachfolgend lösen möchte, oder Probleme als solche nicht erkennt und dann immer und immer wieder nur an den Wirkungen anstatt an den Ursachen ansetzt. Die Frage, was man denn jetzt anders machen kann, beantwortet sich somit von selbst. Vertrauen in der Bevölkerung schaffen, die Menschen nicht bewusst in ständiger Angst halten, sondern Chancen und Risiken unterschiedlicher politischer Wege aufzeigen. Dazu braucht es Medien, die neutral berichten und somit auch wieder ein Vertrauen bei den Menschen aufbauen, sodass die politischen Kräfte nicht einseitig dargestellt, sondern in Gänze einer Kontrolle durch die Öffentlichkeit unterliegen. Und wir sind im Eindruck, dass dies im Moment auch schon geschieht. Dazu braucht es Expertenrunden, die wissenschaftliche Lösungen erarbeiten und den Menschen anbieten, sodass die Bevölkerung selbst die Notwendigkeiten anerkennt und akzeptiert, die sie am Ende mit der Politik gemeinsam durchsetzt. Wir sind doch als Politiker für die Bürger da und nicht umgekehrt. Das wird gerne von allen Beteiligten vergessen, sollte aber als Überschrift bei jeder Plenar- und Ausschusssitzung stehen. Vielleicht besinnt sich dann der eine oder andere auf Problemlösungen auch mit ihm unbeliebten Kräften, was zu ungeahnten Synergieeffekten führen könnte. Wird so Vertrauen aufgebaut, sind die Menschen auch bereit, sich gewissen Maßnahmen zu unterziehen, die sie einsehen, weil sie sie verstehen und weil sie keine Angst vor Kontrolle der Regierung bis tief in ihr eigenes Leben haben. Denn auch daran ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung bei der Bekämpfung einer Pandemie verhindert worden, nämlich der Nachverfolgung über digitale Medien und dann auch der Bereitschaft der Menschen, diese Nachverfolgung zu nutzen. Und das müssen eben nicht wenige, wie das zum Teil schon geschieht, sondern alle Bürger umsetzen wollen. Sie müssen es wollen. Dies früh durchgeführt lässt eine Verbreitung einer Infektionskrankheit nur schwerlich zu und betrifft dann auch nur wenige Menschen in der Einschränkung. Aber in Hessen und Deutschland über die Digitalisierung zu sprechen, ist ein ganz eigenes Kapitel. Da fragt man am besten nicht nach Löchern im Drehbuch. Ansonsten könnte man vielleicht die eine oder andere Frage aufwerfen, wieso man zum Beispiel erst die Wirksamkeit der Atemschutzmasken anzweifelt und sie dann später als verpflichtend und sehr wirksam erklärt und nun zum Teil wieder anzweifelt. So etwas müssen Politiker doch den Menschen erklären. Diese erkennen niemals jemanden als Fachmann an, der die Basics seines Arbeitsfeldes nicht mal verstanden hat bzw. diese unterschiedlich wiedergibt. Solche selbsternannten Fachleute haben sich selbst aus dem Spiel genommen mit ihren Aussagen. Sie erschüttern
jegliche Glaubwürdigkeit in die Wissenschaft. Und wenn solche Personen noch politisch Einfluss nehmen, dann kommen eben Lösungsansätze heraus, die widersinnig sind und die jeder auch als widersinnig erkennt. Ich möchte ein Beispiel nennen, wer in Wettbüros jetzt reingeht, der sieht da Schlangen innen drin, da ist von einer Sicherung irgendwie überhaupt nicht mehr zu sprechen, währenddessen andere Geschäfte zu sind, das ist widersinnig. Wer die Menschen arbeiten lässt, ihnen aber soziale Kontakte untersagt, ihnen erzählt, sie sollen sich nicht mit Freunden treffen, während sie wiederum auf dem Weg zur Arbeit dicht an dicht im öffentlichen Nahverkehr stehen, der kann sich doch nicht als Fachmann und fürsorglicher Politiker darstellen. Wer Verordnung um Verordnung schafft, die seitenweise Papier füllen und die wohl nur noch die Behörden nachvollziehen können und wo auch die an ihre Grenzen kommen, der dämmt doch keine Pandemie ein, sondern will nur etwas tun, damit der Anschein erweckt wird, dass eine Pandemie eingedämmt wird. Wie weit sind Sie noch bereit zu gehen und vor allem über welchen Zeitraum möchten Sie das noch tun? Diese Frage hätten wir wirklich gern beantwortet. Denn die jetzige Salamitaktik, die Befristung der Maßnahmen zeitlich nahe zu setzen, ist doch für jeden von uns als Täuschungsmanöver klar ersichtlich. Die Impfzentren, wo der Einsatzbefehl sehr früh kam und man in den kommunalen Selbstverwaltungen wirklich alles gegeben hat, sind ebenfalls nur spärlich besucht. Ja, das muss man sagen, es funktioniert dort von der Organisation her wirklich vorbildlich. Das Personal ist mehr als nur freundlich, die einzelnen Stationen gut durchdacht, aber sowohl die Anamnese als auch die Nachbereitung basieren klar auf der Hoffnung geringer Nebenwirkungen und einer hohen Wirksamkeit der Impfstoffe. Aber selbst da hat Ihre Politik versagt, wenn Sie Impfungen in einem hohen Umfang stattfinden lassen möchten und dann schlicht der Impfstoff fehlt. Wenn hier die Hoffnung zerstört wird, was die Wirksamkeit der Impfung angeht, muss doch die Politik auch einen Plan B haben, und der darf niemals darin bestehen, dass man von Mutationen des Virus spricht, auf die man dann am Ende alles eigene Versagen schieben kann. Denn die Mutationen sind Gesprächsstoff Nummer eins, und ich muss schon mittlerweile wirklich innerlich grinsen, wenn die gleichen Forscher und Politiker, die bereits im Januar und Februar 2020 völlig daneben gelegen haben, nun meinen, über Mutationen zu sprechen, von denen sie schlicht ebenso wenig wissen wie von SARS-CoV-2 am Anfang. Ab und an blitzt das ja mal durch, so wie auch bei der letzten Regierungserklärung. Da ist das durchgeblitzt, was sehr gut war. Dass niemand so richtig etwas weiß und die Runden mit der Kanzlerin dazu führen, dass Ministerpräsidenten lieber irgendwelchen Computerspielen nachgehen, als sich einzumischen und eine Regierung einzubremsen, die nicht Schaden von unserem Land nimmt, sondern mit jeder Runde, die sie betreibt, mehr Schaden anrichtet. Früher haben wir im Zuge der wirtschaftlichen Entwicklung bereits gesagt, dass man die Leistungsträger unseres Landes schon einsperren muss, damit diese nicht das Land verlassen und woanders ihre Heimat finden, wo sie nicht um ihr Eigentum fürchten müssen, wo Leistung noch bezahlt wird und die steuerliche Belastung sich auf ein Minimum beschränkt, weil der Staat eben nicht die ganze Welt retten und subventionieren möchte. Reisen beschränken, Grenzen von innen nach außen sichern, Mobilität einschränken und siehe da, Herr Wagner, dies passt ja in Perfektion dann doch noch in die Politik der Grünen, welche auf Basis ihrer Ideologie des menschengemachten Klimawandels nicht lockerlassen, unsere Schlüsselindustrien vor die Wand zu fahren. Mit hoher Technikfeindlichkeit moderne Industrien zu verhindern und damit in Verbindung mit Covid-19 alles niederzureißen, was Generationen in Deutschland aufgebaut haben und wo heute Menschen, die als Unternehmer Risiken eingegangen sind, nicht mehr ihren Lebensunterhalt zahlen können und in ein soziales Netz fallen, welches sie nicht lange auffangen kann, da es immer weniger Nettosteuerzahler gibt, die es zu knüpfen vermögen. Wir sind nun im Zuge von Covid-19 und durch das Infektionsschutzgesetz ganz nah dran an einen Staat, der gegenüber den Bürgern übergriffig wird. Da fehlt wirklich nicht mehr viel, meine Damen und Herren. Das muss Ihnen doch genauso bewusst sein wie uns. Wie man Ihre Politik als Bürger unseres Landes noch wählen kann, bleibt uns als Alternative für Deutschland wirklich ein Rätsel. Aber es wird wohl so sein, dass die Hoffnung der Menschen, bald wieder frei leben zu können, dies noch ermöglicht.
Deswegen Ihre Salamitaktik. Sie müssen die Hoffnung aufrechterhalten bei der gleichzeitigen Schaffung von Angst, damit diese Hoffnung der Menschen immer wieder Woche um Woche verlängert wird. Das, meine Damen und Herren, ist Ihre Politik. Diese Politik macht die Menschen in unserem Land kaputt und richtet mehr Schaden an als das Virus selbst, welches man mit entsprechenden Maßnahmen durchaus bekämpfen kann. Dies muss immer wieder betont werden, denn es darf, hätten Sie im Januar, Februar unseren Berichtsantrag etwas umgesetzt, wären wir heute nicht dort. Dies muss immer wieder betont werden. Ich bin froh, dass Sie mit den Zeitungen lesen aufgehört haben, Herr Bellino. Da können Sie das, finde ich klasse. Danke. Dies muss immer wieder betont werden, denn es darf und kann einfach nicht sein, dass wir uns kleinteilig weiter mit Verordnungen beschäftigen, die das eigentliche Problem nicht lösen. Am 7. Januar 2021 erhielten wir die 24. Verordnung zur Anpassung der Verordnung zur Bekämpfung des Coronavirus und am 20. Januar 2021 die 25. Verordnung. Wir fragen Sie, glauben Sie ernsthaft, so eine Politik zur Bekämpfung von einer Infektionskrankheit führen zu können? Wir glauben es nicht. Wir glauben es nicht. Aber die SPD wiederum will einen Impfgipfel in ihrem Antrag. Ich erlaube mir zu sagen, dass wir als AfD mal eine Enquete-Kommission wollten und alle meinten, dies würde zu lange brauchen, um Ergebnisse aufzubringen. Klar, meine Damen und Herren, da wursteln Sie lieber herum, stellen dann den Antrag, dass sich die hessische Landesregierung mal zu einem Plausch mit Vertretern der hessischen Pharmavertreter trifft. Darauf hat dann die hessische Welt wiederum gewartet. Und natürlich möchte man alles dafür tun, dass hessische Unternehmen auch an der Spitze forschen. Für eine Partei, Frau Faeser, die immer von offenen Grenzen spricht und mit den Linken gemeinsame Sache macht, die wiederum von einem internationalen Sozialismus träumt, eine durchaus interessante Sichtweise. Da müssen Sie sich schon entscheiden, meine Damen und Herren von der SPD. Beliebigkeit ist definitiv keine politische Stärke. Da wir diese Form der Politik nicht teilen, wie allgemein bekannt ist, weisen wir auf ein Medikament namens Trimodulin hin. Ein Immunglobulin-Therapeutikum, hergestellt von der Firma Biotest in Dreieich. Dreieich, könnte man aufmerken, wo Dreieich liegt. Da könnte man doch glatt auf die Idee kommen, diese Firma zu unterstützen, denn wenn die Impfungen nicht so wirksam sind, wie es gewünscht wird, könnten solche Medikamente Menschenleben nicht nur retten, sondern tatsächlich eine Alternative auch zu den ganzen Maßnahmen, die hier ergriffen wurden, sein. Bitte denken Sie auch an so etwas. Aber nein, wir geben lieber Milliarden für Impfstoffe aus, anstatt uns auch auf solche Möglichkeiten zu konzentrieren. Denn so wie es aktuell aussieht, meine Damen und Herren, verhindern Sie die Ausbreitung dieses Virus nun mal nicht mehr. Ich hatte es schon gesagt, es wird maximal verlangsamt. Und das wird durch die Mutationen natürlich nicht besser. Das ist Stand der Dinge. Selbst nach der 100. Verordnung wird dem so sein. Und wenn die Inzidenz auf unter 50 gegangen ist, wird alles wieder von vorn beginnen im nächsten Herbst und Winter. Oder wenn andere Viren auftreten, oder wenn es zu Mutationen kommt, die die Impfung nicht mehr abdecken, oder die Impfung eben nicht immunisieren. Herr Ministerpräsident, meine Damen und Herren, die Politik in unserem Land muss sich von Grund auf reformieren und erkennen, dass wir gesamtgesellschaftlich nur dann eine Chance haben, wenn wir die Spaltung innerhalb unserer Gesellschaft überwinden und die politischen Kräfte sich wieder auf das besinnen, wofür sie gewählt worden sind, nämlich allein dem Volk verpflichtet zu sein. Covid-19 verstärkt die Fliehkräfte unserer Gesellschaft und ist Chance und Risiko zugleich. Chance dafür, dass der notwendige Zusammenhalt von allen politischen Kräften begriffen wird. Risiko, dass dem nicht so ist und wir damit unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verlieren, da Regierungsparteien eine Politik, wie sie aktuell stattfindet, nur noch mit undemokratischen Mitteln wird durchsetzen können. Ihr Angebot, Herr Ministerpräsident, alle Fraktionen in Beratungen mit einzubeziehen, ist somit ein richtiger Schritt, den wir ausdrücklich begrüßen. Allerdings muss auch klargestellt werden, dass wir als Alternative für Deutschland die Öffnung von weiten Teilen des Handels und der Gastronomie in Hessen fordern, unter Einbehaltung der Hygienevorschriften, die vor dem Lockdown von vielen hessischen Unternehmen mit hohen Kosten und sehr viel Aufwand erstellt wurden. Gehen wir dann wirklich
Denn das wäre ja dann Ihre Vermutung, wenn wir diesen Schritt gehen. Gehen wir dann wirklich in einen neuen Lockdown? Diese Frage kann man mit Nein beantworten, wenn im Zuge einer Öffnung sehr umfangreich für die Einhaltung der Hygienevorschriften geworben wird. Wirtschaftliche Hilfen verringern, da die Unternehmen ja dann wieder selbstständig agieren und maßgeblich dann in Schutz und Sicherheit zu investieren. Dies auch über den Sommer fortgesetzt, über den Sommer 2021 fortgesetzt, schützt dann vor weiteren Lockdowns im Herbst 2021. Dies kann Teil einer Gesamtstrategie sein, um den Menschen in unserem Land wieder eine Perspektive zu geben und vielen Menschen auch wieder ihre Existenzängste zu nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Richter.